Und das war natürlich mit dem Wechsel nach Panama alles anders. Mhm. Ich mache seither quasi alles selber. Miriam, für dich hat sich ja seit 2016 einiges verändert. Magst du mich da genau ins Bild setzen? Ja, anstatt Schwarz-Rot-Gold trage ich jetzt auf meiner Brust die Farben Blau, Weiß und Rot mit zwei Sternen. Die Fahnen meines Vaterlandes Panama, da mich der DJB keine weitere Zusammenarbeit mit mir wollte als Athletin nach den Olympischen Spielen in Rio, konnte ich quasi von meiner zweiten Staatsbürgerschaft Gebrauch machen und starte seither eben für Panama seit 2017. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also wenn man vorher in Deutschland gekämpft hat, hatte man immer ein Team, alles war organisiert. Die Unterstützung war ganz einfach zu erhalten. Also man hatte da, konnte zur Physio gehen, man konnte zum Psychologen gehen, man hatte feste Programme, was die Planung angeht. Mhm. Es wurde alles organisiert. Man konnte sich eigentlich, ich war natürlich auch bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe, habe da ein festes Gehalt gehabt. Und das war natürlich mit dem Wechsel nach Panama alles anders. Mhm. Ich mache seither quasi alles selber. Ich habe eine super Unterstützung von Freunden, von ehemaligen Trainern und besonders von meinem jetzigen Trainer und gutem Freund Maxim. Und auch sonst halt viele gute Kontakte eben auch behalten und dadurch auch international Möglichkeiten, immer wieder irgendwo zu trainieren, und bekomme auch viel Unterstützung, sei es vom Weltverband, der hat mich jahrelang sehr unterstützt, weil ja, Panama ist ein super tolles Land, aber beim Sport und gerade im Judo steckt es eher noch in den Kinderschuhen. Aber ich meine, dich trotzdem hin und wieder in Köln trainieren gesehen zu haben. Ja klar, also ich wohne weiterhin in Köln. Die meiste Zeit im Training verbringe ich auch in Köln, wenn ich nicht irgendwo auf einem Turnier oder auf einem Trainingslager bin. Ja, ich bin ja auch weiter Leverkusenerin, meinem Verein treu natürlich und auch mit dem Landesverband NWV. Ich bin seit klein auf NWV und ich gehöre auch irgendwie fast schon zum Inventar im BLZ in Köln. Und wie viel Zeit pro Jahr verbringst du ungefähr in Panama? Relativ wenig, weniger als ich gern würde, denn es ist nicht so, dass ich in Panama großartig trainieren kann. Da sind Jugendliche und Kinder, aber da ist jetzt keine Trainingsgruppe, die so stark wäre, dass ich mit denen trainieren könnte. Ich bin in Panama vielleicht zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Das verbinde ich natürlich sehr gerne, um meine Familie zu sehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Wettkampf irgendwo in Amerika habe oder in Mittelamerika noch am besten, versuche ich über Panama zu fliegen und bleibe dann auch ein paar Tage. Ich war auch schon mal in Panama, um halt auch mal so ein Training zu geben, eine Trainingswoche und da von meinen Erfahrungen ein bisschen zu teilen. Aber meistens auch so ein bisschen zum Urlaub natürlich. Klar, man muss das schöne Klima ja da auch ausnutzen. Ja, auf jeden Fall. Das gute Essen, Meer und natürlich die Familie. In Deutschland gibt es ja relativ gute Trainingsbedingungen. Wir haben die großen Bundesstützpunkte oder die Trainingslager oder Trainingsorte wie Kienbaum. Ist es denn dahingehend mit Panama vergleichbar oder wie kann ich mir das vorstellen? Ob es in Panama auch sowas gibt? Also die Trainingsmöglichkeiten, also wir haben keine Stützpunkte richtig. Also wir haben, es gibt so ein, das Sportamt, die haben verschiedene Sporteinrichtungen. In Panama ist Baseball ganz groß, davon gibt es ein paar Stadien. Football, Flag Football spielt meine Cousine zum Beispiel, davon gibt es auch ein paar Stadien. Was beim Judo ist, ja, das ist relativ klein. Also wir haben schon Matten und Dojos und auch kleine Vereine. Aber ein Stützpunkt und auch das ganze sportwissenschaftliche Know-how, wie wir es in Deutschland haben, das ist alles so ein bisschen eher auf die Grundbedürfnisse bezogen eher noch. Ja, also es gibt schon auch
ja, ein olympisches Komitee, die auch versuchen, Leistungssport noch mehr zu fördern. Und darüber auch über das Internationale Olympische Komitee gibt es Förderprogramme eben, wo dann auch Leute auf Trainingslager geschickt werden. Mhm. Aber wir haben jetzt keine so eine Trainingsgruppe oder Trainer, die auch die Ausbildung haben, die wir in Deutschland eben auch haben. Das ganze Know-how ist da alles ein bisschen noch weniger verbreitet. Und das heißt jetzt, wenn du auf einem Grand Slam oder Grand Prix oder etc. unterwegs bist, wer betreut dich denn dann vom Mattenrand aus? Ist die Box dann leer? Wenn ich das Geld habe und Maxim, mein Coach, Zeit hat, ist er dabei. Und dieses Jahr versuchen wir auch, jetzt im olympischen Jahr versuchen wir auch, dass er möglichst viel dabei ist. Das geht leider nicht, weil er voll berufstätig ist und ich ihn leider auch nicht bezahlen könnte, so wie er es verdient hätte oder wie ich es auch gerne tun würde. Ja, daher ist die Box auch mal leer. Das ist auch sehr schwierig, wenn man, nicht nur, weil man keinen Trainer gerade in der Box hat. So in der Situation kann man das auch schon auch mal verkraften, aber es geht auch um die ganze Reiserei. Das heißt, ich mache die ganze Organisation, meine Buchung, die Anmeldung zu den Wettkämpfen. Auch wenn man so eine lange Anreise hat, dann alleine immer fliegen, es zehrt schon Energie. Auch dann so banale Dinge, man geht zum Essen, ist alleine. Das ist immer so ein bisschen, wenn man es gewohnt ist, vor allem auch so ein Team zu haben und Freunde in dem Team, ist es schon schwerer. Dennoch habe ich auch viele Leute kennengelernt. Das heißt, man muss sich dann manchmal so ein bisschen zwingen, auf andere Menschen zuzugehen und zu fragen, hey, kann ich mich eigentlich mal dazusetzen? Und natürlich in der Judo-Familie, klar, aber man muss da immer drauf zugehen auch. Das ist ein bisschen anstrengend. Und ja, klar, also es ist schöner, wenn man so ein Team hat. Und dann auch ein Physio vielleicht und der Trainer, der immer da ist. Und man sich einfach nur aufs Kämpfen konzentrieren kann. Das sind ja dann doch schon ein paar negative Dinge, die sich ergeben haben, seitdem du die Staatsbürgerschaft gewechselt hast. Aber gibt es dann auch entscheidende Vorteile, die der Wechsel nach Panama mit sich gezogen haben? Na klar, also man muss schon sagen, der Riesenvorteil ist natürlich, dass ich jetzt relativ einfach, natürlich die Bedingungen sind ganz andere, man kann das nicht vergleichen, die Leistungen, die man auf der Matte bringt etc. ganz eins zu eins mit dem, wie es ist, wenn man so einem festen System ist. Aber für mich ist es schon zum Beispiel viel einfacher, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ich habe keine nationale Konkurrenz. Ich kann mich ganz auf den Tag X konzentrieren, was wir auch tun, und alles nur als Aufbau dahin sehen, weil es für mich schon feststeht, dass ich fahre. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und die zwei letzten Zyklen hatte ich immer eine harte Konkurrenzsituation mit der Viola. Ich glaube, das hätte ich nicht nochmal durchgehalten, mental. Also das weiß ich, dass ich dem nicht mehr standgehalten hätte, weil das zehrt unglaublich an den Kräften, wenn man jedes Mal schauen muss, jeder Wettkampf, weißt du musst abliefern, wenn du es jetzt nicht ablieferst, fährt vielleicht die andere, du musst immer besser sein. Natürlich pusht dich das auch, und an deine Grenzen zu gehen, in jedem Training etc. Aber dieser ganze Stress, dieses ganze auf die Liste gucken, wie viele Punkte, sich Gedanken machen, ja, wenn sie jetzt dort die Medaille holt, was muss ich machen und was muss ich, also jedes Mal diese Konkurrenz- und Drucksituation dazu, puh, darauf hätte ich keine, also das wäre nichts mehr für mich gewesen. Das war echt sehr, sehr anstrengend und ja, das war einfach zu viel und das ist ein Riesenvorteil. Und ich lerne unglaublich viel. Also es sind ganz viele neue Erfahrungen, die ich mache, es sind ganz andere Turniere, die ich auch teilweise kämpfe. Ich war jetzt bei diesen regionalen Spielen. Also es gibt nicht nur die Olympischen Spiele, sondern auch zum Beispiel in Europa gibt es die Europaspiele. Es gibt die Pan American Games. Es gibt die zentralamerikanischen und karibischen Spiele. Die waren genial. Die waren in Kolumbien und das war einfach ein riesen Sportfest und alle waren viel lockerer miteinander, was ich gar nicht so gewohnt war in so einem sehr wichtigen Wettkampf. Panamerikanische Spiele, zentralamerikanische, alles möglich. Und das ist super interessant. Man lernt ganz andere Leute kennen, macht ganz andere Erfahrungen auch, wie es ist, alleine unterwegs zu sein. Man ist als Team, wenn man so als so ein großes Team auftritt, immer in diesem Team.
So, und das ist dann auch schwierig, dann mal rauszubrechen. Also, und dann sein eigenes Ding zu machen. Ich kann mich ganz auf mich fokussieren. Das ist ein Riesenvorteil. Ich bestimme natürlich mit meinem Trainer zusammen, was für mich das Beste ist, individuell. Das ist ein Riesenvorteil. Da ist man nicht mehr abhängig vom Team, weil letztendlich geht es auch im Team drum, dass man zusammen stark ist. Gut, wenn man kein Team hat, kann man sich eben voll und ganz auf sich konzentrieren. Das ist ein Vorteil auch. Was ist noch ein Vorteil? Ja, jetzt, da ich meine Reiseplanung immer selber mache, mache ich auch immer noch 2 Tage oder 3 Tage, je nachdem, wie es geht, dass ich ein bisschen was von dem Ort auch sehe, an dem ich gerade bin. Und ich liebe es zu reisen und oftmals hat man ja gar nicht so die Zeit, aber dadurch, dass ich jetzt die Möglichkeiten habe, schaue ich, dass ich 2 Tage, sind eh Regenerationstage nach dem Wettkampf, dass ich da nochmal die Stadt sehe und ein bisschen was von der Welt und von den Menschen und Kulturen. Denkst du, diese ganzen Schwierigkeiten, die du in den letzten Jahren zu bewältigen hast und deine enorme Erfahrung, die du aus 2 Olympiazyklen mitbringst, helfen dir ganz entscheidend auf deinem Weg nach Tokio? Davon gehe ich aus. Also ich glaube, dass, ja, also ich glaube, Tokio wird nochmal die Krönung. Ich hoffe, dass es mit einer Medaille natürlich gekrönt wird. Man kann nur durch Erfahrungen gewinnen. Und für mein Leben und für alles ist es auf jeden Fall etwas, was ich nicht missen möchte. Also natürlich, wenn ich jetzt so die Situation sehe, ich hätte wirklich darauf verzichten können, weil da sind ganz schön viele Tränen geflossen. Und es war eine sehr, sehr harte Zeit für mich, das zu bewältigen, so aussortiert zu werden. Das war echt ein ganz schöner Schock und auch wirklich was, an dem ich zu arbeiten hatte und auch habe. Aber es sind so viele gute Dinge passiert. Ich fühle mich viel wohler quasi mit meiner Familie, weil ich dadurch, dass ich so häufig da bin, die nochmal ganz anders kennengelernt habe. Und ja, es sind Dinge, die ich nicht missen will. Auch wenn ich natürlich auf einiges davon auch verzichten könnte. Aber es gibt halt im Leben nie so nur das Gute, sondern es hat alles Negative, hat auch eine gute Seite. Und im Endeffekt, auch wenn ich wirklich harte Zeiten hatte, glaube ich, dass es mir so viel gebracht hat, dass ich diesen großen Schritt gegangen bin und auch, dass ich ihn weitergehe, auch die ganzen Steine, die im Weg liegen. Ich glaube, das wird sich am Ende auszahlen. Ja. Denkst du, du kannst deine holprige und vielleicht auch steinige Reise in 3 Worten zusammenfassen? Hui, 3 Worte. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also ich glaube, das erste Wort ist wieder aufstehen. Schreibt man das zusammen? Können wir das als ein Wort nehmen? Wieder aufstehen. Das zweite ist Leidenschaft. Das dritte, jetzt nur noch eins übrig. Das dritte ist, also wieder aufstehen, Leidenschaft. Judo. Ich denke, das ist eine durchaus treffende und auch spannende Zusammenstellung. Aber jetzt mal noch zum Ende unseres Interviews einen kleinen Exkurs. Ich habe gesehen, dass du eine sehr ambitionierte und talentierte Köchin bist. Oh, naja, man kann es essen, ne? Ja. In Bezug auf deine Familie, die in Panama ist, wird dein kulinarischer Horizont ja auch ganz schön erweitert, oder nicht? Ja, also ich esse auch gerne die lateinamerikanische Küche, aber die ist meistens ganz schön frittiert. Ja. Und gibt's das dann auch nach der Waage gleich zu essen? Sowas Schweres mit Kohlenhydraten, was den Speicher wieder auffüllt? Also was mit Kohlenhydraten auf jeden Fall. Ich esse nach der Waage immer Reis, aber nichts Frittiertes und nicht fettig. Und auch das, was ich gerne so backe, würde ich jetzt auch nicht nach der Waage direkt essen, sondern da ist dann schon auch noch Fokus, Wettkampfvorbereitung. Dann der Tag nach dem Wettkampf, gerne alles. Mhm. Und angenommen, du hast natürlich dein Gewicht bei Olympia. Das werde ich wohl haben. Gehst von der Waage. Was wirst du dann als allererstes essen? Welchen Snack gönnst du dir dann? Das kommt drauf an. Also da es in Japan ist, dann werde ich wahrscheinlich ein Onigiri essen, direkt nach der Waage. Was ist das denn?
ein Onigiri, das sind diese dreieckigen Reistaschen, die gefüllt sind mit Fisch oder sonstigem. Manchmal, wenn man nicht kein Foto drauf hat, ist es auch eine böse Überraschung. Das klingt ja sehr interessant und ich hoffe, du hast dann einen guten Appetit, wenn du dir dieses Teilchen auf der Zunge zergehen lässt. Ich wünsche dir auf deinem Weg nach Tokio noch ganz viel Erfolg und natürlich auch dort vor Ort. Und vielen Dank für deine Zeit, die du dir eben genommen hast. Sehr gerne, hat mich gefreut.